Hey Leute, jetzt habe ich alle Transistoren getauscht, auch die Gegentakt-Audio-Endstufe, da ein BC557 und hier hinten auch nochmal ein BC557. Die schraube ich jetzt mit diesem Blech hier ans Kühlblech. Jo. So, die beiden Transistoren habe ich getauscht. Den Transistor habe ich auch getauscht durch ein BC557C und den hier auch, die beiden Audiotransistoren. Und hier die ZF, also der Lokaloszillator, also Lokaloszillator Mischstufe, ZF, ZF, sowieso. Ich hatte im letzten Video schon gesagt, ich habe hier einen 220 Ohm Widerstand rein, hier einen 100 Ohm. Dann habe ich hier, damit ich den Arbeitspunkt überhaupt einstellen kann, die Diode rausgenommen, die das Ganze auf 0,6 Volt begrenzt und zwei Dioden in Reihe. Dann hat der Strom aber jetzt nicht mehr ganz ausgereicht, daher musste ich hier noch einen Kiloohm Widerstand drüber brücken über den 1,2 Kiloohm. Und der Einstellbereich vom Potti war dann aber auch an der Grenze. Daher habe ich hier noch einen 560 Ohm Widerstand vor dem Potti gemacht. Ich kann jetzt mal kurz am Schaltplan erklären. Das wäre der Schaltplan von dem Nordmandy Radio. Da hätten wir die Gegentakt-Endstufe. Also die beiden hier habe ich durch BC557 ersetzt, den habe ich auch durch ein BC557 ersetzt, BC557C. Ich muss diesen 1,2 Kiloohm Widerstand noch einen 1 Kiloohm Widerstand drüber brücken. Dann hier diese 0,67 Volt Diode, da muss ich zwei Dioden verwenden, weil ich ansonsten bei den Gegentakt Transistoren keinen Ruhestrom einstellen kann. Und den 330 Ohm Widerstand, den habe ich noch durch einen 560 Ohm Widerstand gebrückt, damit ich mit dem Potti nicht auf Anschlag bin, sondern mehr auf Mittelstellung. Jo. Dann habe ich hier, da steht A und A. Ich habe hier durchtrennt, die Lötbrücke durchtrennt, Strommesser angesteckt und da 6 mA bei keinem Signal und bei keinem Lautstärke aus, 6 mA eingestellt hier mit dem Potti, was gar nicht so einfach ist. Und dann das hier wieder gebrückt. Das wäre diese Lötbrücke da. Das wäre die hier. Die müsste man aufmachen, damit Amperemeter messen, auf der anderen Seite mit dem Potti einstellen und dann wieder zumachen. Was ein bisschen fingerlich ist, aber es hat geklappt. Ich sende jetzt mittlerweile mit dem OKW-Sender. Empfang auf OKW. Und es funktioniert. Jo. Der Bass ist da, der Klang. Der hat sich nicht geändert. Obwohl alles BC557C und BC547C ist. Bis auf den UKW-Tuner, da sind hier noch die AF-Transistoren drin. Sonst. Bass ist gut da, Hochton ist da, Klangbuggy funktioniert. Jo. Lautstärke hat ein bisschen abgenommen, muss ich aber dazu sagen. Was vorher dazu passiert. Ist schon, aber da ist noch ein Wand frei. Liegt wohl daran, weil die Transistoren nicht so viel Strom liefern können. Aber geht. Na, anders liegt. Da geht's noch. Ich betreibe ihn aber nur mit 6 Volt statt mit 9 Volt. Bei 9 Volt geht's dann besser. An 9 Volt habe ich die Verzerrungen da nicht so, da geht es lauter, wie vor der Verzerrung. Jo. Dann kann ich wieder auf Mittelwolle gehen oder so. Ob ich da jetzt noch Sender finde, ich so. Band ist zu, klar, meine Gerätesender finde ich schon noch, langweilig ist nichts mehr, kurz die Antenne raus.
Între Glina și Târgul Auto de la Vitan, poliția spune că cele două accidente produse săptămâna trecută în zonă sau... Dacă un șofer... Ja, das funktioniert schon. Mulțumim, Alexan Cuțov, și ca să te parafrazez, în această dimineață poate mai mult decât niciodată, fiți atenți, cu grijă și dacă veți avea puțin noroc, poate puteți... Laut genug ist es auch. Oscar, ne amintim, în drumul cu aproximativ... La verziert ist es erst. La Oscar, Leonardo DiCaprio, cel mai bun... Ja, dann baue ich den jetzt wieder zusammen. Übrig habe ich jetzt noch zusätzlich einen AC-122 NF-Transistor. Dann, den hier, AC-117 und noch einen AC-117 von TFK, AC-117, zwei Stück und eine Diode, die 0,5 Volt Diode. 0,5 Volt ist für die Silizium-Transistoren echt zu wenig, daher habe ich zwei Silizium-Dioden in Reihe eingelötet. Okay. Ja, die hebe ich auch mal auf, dann kann ich das Radio später irgendwann mal wieder zurückrüsten. So, jetzt habe ich es wieder zusammen, das Radio. Der Klang ist gut. Bin auf UKW jetzt mit SOP2 Sender. Ich meine fast, das ist ein klein wenig verzerrt, das Audio. Kann aber am UKW-Teil liegen. Mal kurz verlegen. Ich versuche mal einen Sprachsender zu finden. Da ist zwar ein starker Sender, aber ist Musik. Musik geht auf YouTube nicht. Zumindest keine Musik von so Sendern. Wie das Musik? Momentan ist Band zu, leider. Die Musik. So kurz, weil es so viel Musik ist. Sollte ich besser selber senden? Weil so viel Musik ist, wenn nur Musik ist mittlerweile. Die Musik. Da hätten wir was. Ja, alles mit der Liste da rein. Grazie, grazie al professor Bruno Dalla Piccola che ci ha spiegato. Da ist noch irgendein Signal. Okay, langweilig, aber immer nichts mehr empfangen, schätze ich. Kann man vielleicht selber senden nur. Da haben wir das Signal da, langweilig, irgendein Signal am Ende, bei 150 kHz sowas. Jo, funktioniert gut. Und das jetzt nur mit BC557 und BC547. Also BC557C und BC547C. Umgebaut. Keine Germanium-Transistoren mehr. Bei Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle. Außer die beiden Transistoren bei UKW, die habe ich noch nicht getauscht. Mache ich vielleicht auch mal. Mal gucken. Okay, danke fürs Zuschauen.